Aktuell in der Immobilienbranche ist es ja so, die Akquise ist das größte Nadelöhr. Das heißt, wer erfolgreich werden will mit Immobilien, muss da richtig gut drin sein. Deswegen frage ich heute Gabriel von Siegert Ever Estate, was sind so die Tricks und Geheimnisse, die man kennen muss, um im angespannten Markt noch erfolgreich zu sein? Also ein befreundeter Entwickler von mir, die sind im Schwarzwald tätig. Ja? Die leben so das Motto, Think Global, Act Local. Und die schauen halt so bei den großen Märkten dieser Welt, was so geht. Also Dubai, LA, New York und so weiter, schauen die sich die Projekte an und wenden dieses Wissen und die Erfahrung, wo sie das sehen und was gut funktioniert, lokal in einem kleinen regionalen Markt an und sind dementsprechend dort sehr erfolgreich. Und jetzt habe ich mir gedacht, das frage ich einfach mal den Gabriel hier, der Head of Acquisition bei Ziegert. Wie läuft es denn bei so einem großen Immobilienkonzern, der schon jahrelang am Markt ist und auch sehr, sehr erfolgreich besteht, den auch jeder kennt in Berlin? Wie läuft es denn da so? Was können wir da so als kleinere Investoren und vielleicht auch andere größere Bauträgerinvestoren, die das jetzt hier anschauen, lernen? Wie läuft so ein Prozess ab von euch, wenn ihr ein Grundstück mal findet, ein Grundstück akquiriert, über die Bauphase bis zum Verkauf? Was sind so die Schritte, welche ihr durchlauft? Ja, Fabian, vielen herzlichen Dank. Freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Hause bist. Und ja, sehr, sehr gerne geben wir Einblicke, wie wir auch tatsächlich arbeiten und wie wir wirklich aus einem Grundstück, das wir als solches identifiziert haben, ein schönes, tolles Projekt mit unseren Bauträgern realisieren. Ja, wie gehen wir vor? Für uns ist es natürlich ganz wichtig, dass wir wirklich auch die Kenntnis haben, wo ist das Grundstück und wer besitzt dieses Grundstück und wie steht es um das Grundstück natürlich. Also diese gesamten Rahmendaten klären wir natürlich als Ziegert vorher sehr, sehr genau ab. Das heißt, wir sind als Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgestellt, von der Grundstücksakquise bis entsprechend auch tatsächlich der Projektberatung unserer Bauträger und auch der ja, Realisierung der Projekte sind wir an jedem Wertschöpfungsschritt beteiligt. Das heißt also, um auf deine Frage zurückzukommen, wie macht man das? Wir arbeiten wirklich von Grund herauf die Daten aus. Wir gucken wirklich die Grundstücke uns im Detail auch persönlich an. Das ist ganz wichtig, damit wir auch wissen, wo liegt das Grundstück, wie ist die spezifische Mikrolage, wie fühlt sich das dann auch wirklich dort an und klären dann im Nachgang natürlich sämtliche Parameter. Gibt es Baurecht, gibt es Milieuschutz, sämtliche rechtlichen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um dieses Grundstück als ein solches Potenzialgrundstück auch zu identifizieren. So, und wenn ihr dann ein potenzielles Grundstück habt für ein Bauprojekt, darf da dann zum Beispiel noch ein Abrisshaus draufstehen? Muss das komplett leer sein? Wenn ein Abrisshaus drauf ist, gibt es da irgendwelche Rahmenbedingungen auch mit Altmietverträgen und so weiter, wie ihr da rangeht? Ja, Altmietverträge, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass das auch entsprechend ordentlich gehandelt wird. Wir präferieren natürlich Grundstücke, die entsprechend auch, wo niemand mehr drauf wohnt, wo vielleicht noch tatsächlich ein Gebäudeteil steht, den man tatsächlich rückbauen kann und dass wir den, ja, sozusagen von Grund auf entsprechend planen können. Aber wir arbeiten auch häufig mit Partnern zusammen oder auch mit Projekten, wo wir Bestandsimmobilien erhalten, um und ausbauen, um sie dann tatsächlich auch wieder sehr harmonisch ins Stadtbild einzufügen. So, was ich jetzt kenne, ich habe eine Wohnung gefunden, die finde ich sehr toll, ich möchte die haben. Jetzt hast du ein Grundstück gefunden, das findest du sehr toll, möchtest es haben, damit ihr ein Projekt realisieren könnt. Dann wirst du wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der das haben möchte. Wie hebst du dich dann von den Wettbewerbern ab, welche da auch Interesse dran haben, damit du den Zuschlag bekommst? Geht ihr dann über den Preis? Sagt ihr, wir zahlen viel mehr als die anderen? Oder was sind so eure USPs, um euch vom Wettbewerb abzuheben? Das ist an der Stelle wirklich eine sehr gute Frage dahingehend. Natürlich ist es wichtig, zum einen, dass wir die Idee, was mit dem Grundstück passieren kann, als solche auch tatsächlich leben. Also ein Grundstück per se ist ja nicht immer wirklich auch als solches interessant. Das heißt also, aus dieser Abstraktion kommt Wohnung versus Grundstück. Ist es natürlich wichtig, dass zum einen wirklich die Rahmendaten stimmen, dass wirklich das Grundstück auch in das Ankaufsprofil des Unternehmens passt, dass dieses auch entsprechend weiter verwertet werden kann entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Es nützt dir nichts, wenn du ein Grundstück hast, was schön ist, was du aber innerhalb der Unternehmung nicht wirtschaftlich zu Ende entwickeln kannst dahingehend. Das heißt also, das sollte zunächst einmal stimmen. Wenn du tatsächlich diese Idee hast, dann musst du natürlich gucken, dass deine Unit Economics dahingehend auch stimmen. Das heißt, dass du ein Objekt auf dem Grundstück entwickelst, was wirklich auch die Kosten, die du für dieses Grundstück tragen kannst, auch entsprechend
nee, was die Kosten, die du für dieses Grundstück auch bezahlen musst, auch entsprechend dann amortisiert. Wie hebst du dich dem Wettbewerb gegenüber ab? Das ist natürlich eine Frage, die gerade in so angespannten Märkten wie in Berlin, wo wir wirklich ja Experte sind seit über 35 Jahren, ein großes Problem ist tatsächlich. Natürlich sind die Grundstücke heiß umkämpft und jeder möchte sozusagen diese Grundstücke dahingehend haben. Was immer hilft, ist tatsächlich, dass man wirklich sich vor Ort ein Bild macht und wirklich, wenn möglich, mit dem Grundstückseigentümer auch ein Verhältnis aufbaut und die Idee, die man sich auch für dieses Grundstück vorstellt, auch entsprechend als solche sehr, sehr nachhaltig und auch sehr holistisch mit dem Grundstückseigner bespricht, damit dieser natürlich auch sicher sein kann, dass das Grundstück, was er oder sie besessen hat, auch natürlich auch langfristig in guten Händen ist. Gut, und wie lange dauert das? Also jetzt mal angenommen, ihr bekommt ein Angebot eines Grundstücks, bis ihr die ganzen Gespräche geführt habt, um dann zu beurkunden für den Einkauf. Wird dann vorher das Baurecht und so eurerseits abgeprüft oder könnt ihr das so abschätzen vorm Kauf, so ja, das passt so, wie wir das wollen? Wir sind in der Ziegert-Gruppe wirklich, wie gesagt, entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgestellt. Wir haben mehrere Beratungs- und auch wirklich Handlungsdimensionen, in denen wir hier auch in den Markt eintreten. Zum einen natürlich das Grundstück an sich anzukaufen und dann tatsächlich Baurecht zu schaffen. Das ist eine Transaktion, die wir machen. Aber natürlich ist es so, dass wir auch entsprechend dann teilweise mit in die Planung einsteigen in der Ziegert Ever Estate und auch entsprechend dann Ideen entwickeln, wie das Ganze weitergehen kann. Das heißt aber wirklich auch eine Objektplanung durchführen, die sehr detailliert ist und dann natürlich im Nachgang entsprechend unseren Bauträgern über diese Grundstücke dann auch entsprechend uns unterhalten und auch einen Realisierungspartner dahingehend finden. Manchmal ist es aber auch tatsächlich so, dass wir über unsere Globaltochter Metatrust entsprechend hier auch Forward-Deals oder Deals nach Fertigstellung tatsächlich einstellen, wenn es darum geht, wirklich auch einen Global-Deal dahingehend zu platzieren. Das heißt also, wir sind dahingehend entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgestellt. Um auf die Frage zurückzukommen, wie lange das dauert, das hängt wirklich von der Transaktion ab tatsächlich. Das einzelne Grundstück, das kann wenige Wochen dauern. Wenn wir aber tatsächlich diese gesamten Entwicklungsschritte oben drauf rechnen, dann kann das mehrere Jahre natürlich auch dauern. Und wenn ihr jetzt ein Projekt habt, was sind so die ausschlaggebenden Faktoren, die zwischen Einzelvertrieb und Globalverkauf entscheidend sind, also wo ihr dann entscheidet, dass, welche Richtung es geht? Manche Bauträger, die ich so kenne, die probieren es halt erstmal komplett. Und wenn es nicht geklappt hat, geht es in den Einzelvertrieb so mehr oder weniger. Ist das bei euch ähnlich oder? Das ist ein Stück weit anders tatsächlich. Wir nutzen eben unsere breite Fächerung, die wir in der Gruppe haben, tatsächlich bewusst dafür, um unsere Partner bestmöglich zu beraten. Das heißt also, häufig ist es so, wenn wir gemeinsam mit einem unserer Partner ein Quartier entwickeln, dann sind wir an vielen Stufen des Prozesses auch mit beteiligt. Und dann ist es so, dass natürlich verschiedene Assetklassen in so einem Quartier sind. Wir haben Gewerbe, wir haben Assisted Living, wir haben Senior Living, wir haben Kitas und ähnliches, aber auch tatsächlich so einen Sozialanteil und auch häufig natürlich dann eben entsprechend dann auch noch irgendwie klassische Eigentumswohnung. Und je nachdem, was für eine Asset-Klasse wirklich gebraucht wird, nutzen wir den Werkzeugkasten, den wir als Ziegert-Gruppe eben haben, um fein ziseliert eben so effizient wie möglich eben Wertschöpfung auch betreiben zu können. Und das ist eine Sache, die uns hier für Berlin und auch im deutschen Raum sehr, sehr herausstellt und natürlich unseren Partnern eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt und sie sich immer sicher sein können, dass sie bestmöglich beraten sind. Ja, gut, jetzt habt ihr 400 Mitarbeiter, 35 Jahre Erfahrung. Das ist natürlich ein Wort, ja. Und das sind halt Schritte, welche ihr fahrt und auch umsetzt, die nicht jeder nachmachen kann oder auch anwenden kann, selbst wenn er möchte. Ja, ja. Weil das ist ein großer Kostenapparat, auch der da betrieben werden muss und Overhead und so weiter, den ihr alles schon habt und auch dementsprechend klar die Vorteile auch habt. Was sind jetzt so die Punkte, welche du sagst, so hey, das sind so Kleinigkeiten, wo jetzt auch mal eine Privatperson, die vielleicht mal privat eine Eigentumswohnung kaufen möchte, akquiseseitig fahren kann, die bei euch halt auch gemacht werden oder vielleicht auch ein paar andere Sachen, die nur Privatpersonen machen können, die ihr jetzt nicht machen könnt, die man so grundsätzlich immer im Hinterkopf haben sollte? Ja, ganz wichtig ist, wenn ich selbst für mich und für meinen eigenen Bestand oder sozusagen für meine Eigennutzung akquiriere, dann ist es natürlich
ja, das Erste, was man macht, man guckt sich wirklich an, wo ist der Preispunkt dahingehend. Das heißt, man guckt sich möglichst gut Referenzprojekte an, die vergleichbar sind, die in einem ähnlichen, ähnlichen Lage liegen, ähnliche Ausstattung haben, ob wirklich der Preispunkt, der aktuell aufgerufen ist, auch tatsächlich wirklich der aktuellen Marktentwicklung und Situation entspricht. Das heißt, dass man wirklich hier ganz genau seine Hausaufgaben macht und wirklich auch sich sicher sein kann, ich bezahle nicht zu viel. Mhm. Weil es gibt natürlich auch andere Marktteilnehmer, wo dann wirklich Price Peaks auftauchen, die dann sich langfristig als sehr nachteilig abschließen können. Aber natürlich, also wenn ich eine Wohnung kaufen möchte, ist es ist das sozusagen die grundsätzliche Variante. Ja, jetzt mal angenommen, ich bin da jetzt daran interessiert, auch so mal ein Neubauprojekt, Mehrfamilienhausbereich bei mir in der Heimatregion, im Heimatmarkt umzusetzen. Mhm. Wie komme ich da möglichst professionell und möglichst zügig an so ein Projekt ran, um dann nachhaltig auch langfristig da Spaß dran zu haben, ohne dass ich mir gleich beim ersten Mal die Finger verbrenne? Ja, wir haben ja angefangen tatsächlich für das Grundstück nochmal diese Basics entsprechend, dass man die sozusagen glatt zieht. Und wenn ich weiß, okay, dieses Grundstück, das, darin kann ich mein Projekt kann ich damit realisieren, wenn ich weiß, dass ich mit diesem Grundstück mein Projekt realisieren kann, das heißt, dass die Unit Economics stimmen, dass tatsächlich die realisierbare Fläche auch tatsächlich voraussichtlich diesen Betrag erbringt, den ich auch benötige, um auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein, dann sollte man natürlich alles daran setzen, um dieses Grundstück auch tatsächlich zu bekommen. Und wenn man sozusagen noch nicht weiß, okay, ist es jetzt das Grundstück A, B oder C, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man eine Vielzahl an möglichen Grundstücken auch entsprechend ins Auge fasst dahingehend. Und der einfachste Weg, um das zu tun, ist natürlich vor Ort sich die Grundstücke anzugucken, dass man telefonisch mit den Eigentümern in Rücksprache tritt, dass man auf Events, auf Veranstaltungen immer wieder quasi entsprechend sich blicken lässt. Und tatsächlich, wenn dann wirklich der eine Grundstückseigner da ist, dass man wirklich diese Idee, was man realisieren möchte, auch entsprechend quasi möglichst holistisch und auch aus dem Endbild kommend pitcht, damit man das tatsächlich auch dem Grundstückseigner oder der Eignerin auch, entsprechend ein gutes Gefühl geben kann, dass das, was man sich überlegt hat, auch entsprechend Sinn macht. Mhm. Das hört sich jetzt alles schön und gut an. Wo ich jetzt persönlich die Hürde sehen würde bei mir, ja, ich schaue ein Grundstück an, habe Interesse, ja, das zu machen und so weiter, kann aber nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, ja oder nein, denn ich müsste erstmal einen Architekten ins Boot holen, der das Ganze im Großen untersucht, ob das überhaupt so geht, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Wie würdest du das angehen dann? Also ihr habt wahrscheinlich Inhouse-Architekten oder nahe Partnerbüros, mit denen ihr regelmäßig zusammenarbeitet, aber wenn ich jetzt das zum ersten Mal machen würde, dann kommt ja auch ein großer Kostenpunkt auf mich zu und sowas, genau. Das ist tatsächlich aber aus zumindest unserer Perspektive ein notwendiger Schritt, den man gehen muss. Natürlich haben wir unsere Architekten bei uns im Haus und können tatsächlich diese Schritte auch vorab prüfen, bevor wir wirklich auch in die finale Umsetzung bzw. auch Angebotslegung gehen. Das heißt, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, auch für kleinere Objekte, dass man dort die Fachexpertise nutzt, um entsprechend auch abschließend und auch fachlich korrekt beurteilen kann, ob wirklich dieses Grundstück zu dem Projekt entwickelt werden kann, was man sich auch vorstellt. Okay. Ja, und wegen den Netzwerkevents, was du eben noch sagtest, was ich auch vielleicht noch für einen Tipp an euch mitgeben kann, wenn ihr mal auf der Suche nach einem Grundstück oder Projekt oder so etwas seid, in einem neuen Markt, einfach mal Besichtigungstermine auch wahrnehmen mit Maklern und dann dementsprechend einfach Angebote dalassen und auch nach zukünftigen Projekten fragen, die vielleicht bald auf den Markt kommen, sodass man vielleicht auch an Off-Market-Deals rankommen kann. Richtig, guter Punkt. Weil das sind ja unter Umständen die spannendsten, welche es auch gibt. Genau, das heißt, also je gelernter und auch tatsächlich je vollständiger auch das Verhältnis ist zum Makler oder zum Vermarktenden, desto nachhaltiger und positiver ist die Geschäftsbeziehung natürlich auf die lange Frist dahingehend. Das ist natürlich auch unser Ansatz, dass wir versuchen wirklich, das Geschäft möglichst ganzheitlich zu sehen und dass wirklich auch alle Beteiligte entsprechend einen Mehrwert aus der ganzen Sache ziehen können. Sondern also es lohnt sich nicht dahingehend, einmalig Profit aus der Sache zu ziehen, weil besonders in der Immobilienbranche sieht man sich mehrmals im Leben und dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass man dort gut und auch fair miteinander umgeht. Ja, das macht ihr ja sehr gut, die 35 Jahre
Markterfahrung kommt ja nicht ohne irgendwo her. Ne? Also was sind noch dann die größten Hürden, die so nach dem Kauf kommen können? Also wenn ich etwas gekauft haben sollte, was kann dann noch passieren, so gerade genehmigungstechnisch und so weiter? Ja, es ist natürlich wichtig, dass wirklich auch entsprechend dann wirklich die Baugenehmigung vorliegt. Ich sage mal, bei kleineren Objekten ist eine Bürgerbeteiligung oder ähnliches nicht unbedingt notwendig, aber gerade hier in angespannten Wohnungsmärkten wie Berlin muss häufig noch die Bezirksverordnetenversammlung tagen und das tatsächlich auch noch aktiv beschließen, dass das Baurecht auch wirklich erteilt ist dahingehend. Das heißt also, diese politischen Hürden und auch die, ja, ich sag mal, behördlichen sollten auf jeden Fall ausgeräumt sein. Aber natürlich auch planungstechnisch muss man natürlich gucken, dass man auf der Höhe ist. Das heißt also, der Architekt, den man beauftragt, dass er natürlich auch entsprechend die Regularien berücksichtigt. In Berlin ist es so, dass wir ab 23 für Eigentumswohnungen, für Neubauwohnungen Solarpflicht bekommen. Das heißt, also, jede Einheit hat auch eine entsprechende eigene Solarversorgung zu haben. Es gibt aber auch natürlich entsprechend Punkte wie hier in Berlin, dass wir über Fassadenbegrünungspflicht und sozusagen beziehungsweise Gebote sprechen, die auch das gesamte Stadtbild dahingehend verändern werden. Okay. Das heißt also, da sind wir in Gefilden unterwegs, die wir aktuell heute so noch nicht wirklich sehen. Aber natürlich müssen wir gucken, dass wir entsprechend die gesetzlichen Regularien, eben gerade was die Nachhaltigkeit und Ähnliches angeht, auch entsprechend einhalten. Ja, da gibt es doch einige Punkte, auf die man achten muss und wo man echt aufpassen muss, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Wenn ich dann tatsächlich mal so ein Neubauprojekt haben sollte, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass ich die Expertise von Ziegert Ever Estate mir ins Haus hole, um dann vielleicht ein paar Feedbacks, Tipps und so weiter zu bekommen, auch wenn das nicht in Berlin sein sollte, das Projekt? Auf jeden Fall. Also wir sind mit unserer Fachexpertise deutschlandweit unterwegs. Ja. Und natürlich freuen wir uns jederzeit über entsprechende Anfragen, ob das Grundstück, was man plant anzukaufen, ob das entsprechend auch rentabel ist. Wir haben ein großes Market-Analyst-Team, was in der Lage ist, natürlich auch entsprechend aus der Ferne, entsprechend mit unserer Systematik die Marktentwicklung sehr objektiv zu beurteilen und vor allem auch das Wichtigste, in die Zukunft zu projizieren. Mhm. Das heißt, wir freuen uns natürlich über jede Anfrage und sind da gerne bereit, entsprechend mit Rat und Tat zur Verfügung zu stellen. Auch wenn es um Produktentwicklungsthema gibt. Ist der Wohnungsschlüssel der richtige? Ist die Nachfrage hier das, was auch in der Zukunft prognostiziert wird, entsprechend wichtig? In Berlin zum Beispiel haben wir gesehen, ist während Corona die Anzahl der Zimmer deutlich nach oben gesprungen. Also hat in der Regel immer so ein Cap bei 4 Zimmern gehabt und seit April 20 steigt die Nachfrage nach einem 5. oder nach einem 4. Zimmer, je nachdem, welche Größe man sucht. Das sieht man aber ganz genau an den Daten überproportional an. Und das ist natürlich eine Sache, wenn man ein Projekt entwickelt, dass man da zumindest diese Möglichkeit mit einberechnet, dass man zum Beispiel flexible Zusammenlegungsoptionen schafft, um entsprechend der Nachfrage dann in 2 bis 3 Jahren auch gerecht werden zu können. Okay, super. Dann vielen Dank dir, lieber Gabriel, für die Einblicke in eure Immobilienwelt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen auch haben solltet, fühlt euch frei, da in die Kommentare einfach etwas reinzuschreiben. Wir werden dann dementsprechend die Antwort geben. Mach's gut und viel Erfolg, gute Deals. Danke.